und dann weiter geht's. So, ich lerne zurzeit Psychologie und für meine Klausur, die ich 3 Tagen schreibe. Bin gerade mit der Hälfte des Skripts durch, grob, und also hat einen ganz komischen Zeitplan gehabt fürs Lernen. Bin jetzt erst im Skript durch, also zur Hälfte gerade mal. Hat, glaube ich, über 300 Seiten, habe ich jetzt 150 ungefähr. Huch. Und was wollte ich eigentlich sagen? Nicht, dass ich erst zur Hälfte durch bin. Nee. Und es geht so ein bisschen um. Na? ADHS und aggressives Verhalten, Depressionen und also wie war das? Oh Gott, wie heißt Auffälligkeiten bei Schülern? Wie heißt denn jetzt nochmal die Vorlesung? Genau. Ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, es geht halt grob, also grob gesagt halt um Auffälligkeiten, Störungen etc. bei Schülern, also sprich wie gesagt, ADHS oder Klassiker. Dann diese Rechtschreibschwäche, Störung, wie auch immer, Dyskalkulie und halt so das klassisches Mobbing. So was geht's da. Und ja, genau, Depression auch. Schüler können, also man denkt ja immer, das ist eher so alte Leute Problem, aber Depression zieht sich sogar wirklich durch alle Altersgruppen. Natürlich in den jüngeren Bereichen jetzt noch nicht so extrem, aber gibt's auch. So. Na doch schon, 40 Kohle. Und 27 Eisen. Und, wo ist ein Skelett jetzt hin? Egal. Und mach mal, wenn man sich so diese Störung durchliest, erkennt man sich in manchen Situationen irgendwie so ein bisschen selbst wieder. So, ich hatte mal, ich sag mal, so eine Down-Phase, sag ich jetzt mal. Da, gibt's einen Creeper? Nee. Ja, okay. Das meinte ich eigentlich gar nicht. Also ich hatte mal eine Down-Phase, die ja schon ziemlich stark an Depression grenzt. Oder grenzte. Und als ich da so diese Merkmale von Depression gelesen habe, dachte ich mir, ja, das passt ziemlich gut. Oder hat ziemlich gut gepasst. Zu damals. Ja, das fand ich auf jeden Fall interessant. Man versucht ja trotzdem irgendwie immer Vergleiche mit der Wirklichkeit zu ziehen beim Lernen. Also zumindest ich mache das immer so, wenn ich lerne. Und man selbst ist halt immer meistens das einprägsamste Beispiel. Ich hoffe, jetzt holt mich kein Creeper von hinten oder so. So, wo wollte ich jetzt die Fackel setzen? Setzen wir einfach mal hier. Und worauf wollte ich jetzt noch mal hinaus? Ich habe es gerade so ein bisschen vergessen. Das habe ich immer noch nicht gelernt in den ganzen Jahren. Den ich jetzt Let's Play bei einem Thema zu bleiben und immer noch zu wissen, wo ich war. Finde ich ja bei anderen Let's Plays sehr beeindruckend, dass die halt ihr Thema erzählen und dann werden sie von irgendwas abgelenkt, beziehungsweise die lassen sich auch so gefühlt teilweise nicht ablenken. Da macht man so nebenbei was, was halt doch ein bisschen Konzentration erfordert und stört die nicht. Die macht das eine, sogar ziemlich relativ gut sogar, das was Konzentration erfordert und labern dabei noch ihr Thema. Also ich finde das sehr beeindruckend. Ist mir, glaube ich, heute mal wieder aufgefallen. War so eine Art Vlog. Da hat er halt über aktuelle Themen geredet und nebenbei, ich weiß nicht, ob. Shit. Braucht eine Spitzhacke. Nämlich kann ich. Ach komm. Hat er halt dann. Ja, nebenbei, ich. Genau. Bei CSGO eine Surfmap gespielt gehabt. Was ja jetzt. Und zwar ziemlich gut. Was jetzt auch nicht gerade das einfachste der Welt ist. Und hat dann wirklich straight sein Thema durchgekriegt. Sein Thema durchgekriegt.
ohne da irgendwie zu stottern, Aussätze zu haben, so wie ich es hier teilweise tue. Aber ich glaube, das macht bei mir auch so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man das so sagen, den Charme aus, dass ich halt so leicht verplant im Gegend rumstreune und mein Thema nicht hinkriege und dann mich aus dem Konzept bringen lasse. Ich weiß es nicht. Huch. Ich habe mich eigentlich ab und zu mal gefragt, was mich ausmacht, worauf, was ist bei mir anders als bei anderen, weil es gibt ja zigtausend Minecraft-Let's Plays und auch Mods-Let's Plays, die was wahrscheinlich teilweise sogar deutlich besser machen als ich, aber trotzdem wird bei mir geguckt. Irgendwas Besonderes muss ich ja haben. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht bilde ich mir das ein. Ich weiß nicht mehr, was es ist, also was ich mir einbilde. Jetzt verwirre ich mich selber. Das kann ich auch ziemlich gut. So. Huch. Jetzt eigentlich krass, wir sind eigentlich nicht tief in der Höhle, aber trotzdem holen wir da ganz schön ein Zeug gerade raus. Wie es denn das wird, wenn wir tiefer rein müssen? Also in die Höhle. Ach Gott. Ja. That's what she said. He said. Keine Ahnung. So, ach ja, wegen KSL. Ich dachte eigentlich anfangs. Warum kann ich jetzt eigentlich hier hin? Ich dachte eigentlich anfangs, dass Sota und Lox alleine es weitermachen. Aber tun's doch nicht. Schade eigentlich. Ich hätte das gerne mal gesehen, wie die beiden so ohne mich zurechtkommen. Na, du Zombie, ich habe dich gesehen. Willkommen, willkommen. Da, komme ich da? Ja, grob komme ich da hin. So, komme ich an das hier auch noch? Ja, ganz knapp, ganz unten an die Kante ist. So, ich habe da irgendwo noch einen Zombie-Gürtel in der Nähe. Oh, ich glaube, es wird gerade Tag. Es schaut zumindest aus, als ob es heller wird. Jo, sehr schön. Dann trauen wir uns mal wieder aus der Höhle hier raus. Ich will jetzt eigentlich noch nicht gerade sein. Warte mal, warte mal ganz kurz, bis es Tag genug ist, dass ich an dem Skelett vorbei kann. Ja, es fackelt ab. Wie kann ich hier noch was abgreifen? So ein Knochen. Oder Pfeile. Zwei. Zip. Da ist noch ein Zombie. Zombie! Bleibt einfach mal stehen. Huch! Ah, stimmt, mit 1.8 wurde ja so ein bisschen Engine wurde wirklich die Engine verändert. Hö? 23? Ach ja, genau, weil ich ja rausgenommen hatte. 24 durch 18 meistens dry. Es wird ja jetzt nur noch das geladen, was man, ich glaube, sieht. Und nicht mit die ganzen Chunks, die hier sind. Also, glaube ich. War das nicht so irgendwie? Das kann ich drin lassen, das kann ich drin lassen. Wie weiß ich, wollte eine Doppelkiste mal machen, gell? So. Ach, das wollte ich sortieren lassen. Hier irgendwo klick und dann sortiert sich's. Halt, dann die behalte ich. Also es gibt schon praktische Sachen im Modpack. In den Modpacks, so. Brick, 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 another brick. Hallo? Also. So, Gott, es dauert ja ewig, bis ich das fertig kriege. Aber ich will es mal anders machen als sonst. Ich glaube, ich mache das doch weg. Super. Jetzt Benutzung. Kaputt. Läuft bei mir. Halt, ich wollte noch einen zweiten Ofen machen, damit es schneller geht. Wo habe ich die Kuh? Hä? Ich habe doch gerade da drauf gedrückt. Bin ich ein bisschen zu schnell unterwegs. Machen wir noch einen Ofen. So. Warte mal, 40 durch 8 sind meistens 5. Ach, das geht ja nicht. Ich wollte es gerade mit dem Mausrad machen. So. Ah, ich glaube, das, was gerade im Hintergrund läuft, ist ein neues Lied, weil ich habe mal ein paar neue Lieder reingetan, nicht viel. Ich muss da mal wirklich Generalüberholung machen, aber es kostet halt Zeit.
sie hier zu finden, weil die sind ja bei mir alle handverlesen. Zu mehr oder minder. So, damit es hier noch ein bisschen natürlich ausschaut. Oh Gott, jetzt geht's los. Karten beim Terraformen. Der Klassiker. Old Classics Never Die. Ich erinnere mich, ich habe bei Industrial Craft das ja wahnsinnig viel gemacht. Am Anfang so das ganze Gebiet um mein Haus herum damals. Alles geterraformt. Aber da hatte ich aber auch eine Diamond Drill oder eine normale Drill. Auf jeden Fall hatte ich da maschinelle Unterstützung. Da ging es ein bisschen besser. Beziehungsweise ich hatte ja auch teilweise den Laser. Das gibt es hier nicht. Da werden wir so ein bisschen auf Verzauberungen einschießen. Was halt jetzt mit 1.8 ja mit Lapis Lazuli funktioniert, womit ich gar keine Erfahrung habe. Wird sehr lustig für mich. Für euch wahrscheinlich auch. Das ist noch nicht fertig, glaube ich. Weil ihr wahrscheinlich an mir verzweifeln werdet. Huch. So, dann. Warum renne ich jetzt einmal außen rum, um dann die Kiste zu öffnen? Ich weiß es nicht. So, Bricks. Another Bricks in the Wall. Oder so. Ich glaube, das wird nicht groß, ist die Hütte. Machen wir mal so ein provisorisches Hütchen. Also zwei Bright. Hier auch. Ich weiß nicht, wie schaut das aus mit dem Holz? Probieren wir es mal aus. So. Haben wir jetzt die eigentlich weggetan? Ich weiß es nicht. Es reicht sowieso hinten und vorne nicht. Ja, das ist die Vorderwand. Das ist das Haus. Scheiße. Ah, stimmt. Ich glaube, es gibt doch jetzt auch andere Türen. Also, wenn ich das jetzt aus dem Holz mache, dann. Jungle Door. Ach, jetzt habe ich sogar drei. Ach du Scheiße. Hm, interessant. Mit dem Fliegengitter da. Ist schon ein bisschen klein, oder? Ja, okay, vergrößern kann man immer. Gibt es da noch andere Trapdoors? Nee, das ist die gleiche Farbe. Hm. Wie mache ich denn den Boden? Weiß es noch nicht. Das ist aber fertig, oder? Das ist anders als vorher. Nein, das war nicht fertig, Scheiße. Oh, dammit. Wie schaut's hier aus? 7, ich hab doch noch... Ach, da rein. Ich hab doch noch Clay. 52 durch 18. 6 ein paar zerquetschte. 6 geht auf jeden Fall. 48 und bleiben 4 über. Na, okay. So, brupp. Dann mache ich das direkt eins größer, links und rechts. Komm, machen wir es direkt größer. Das hat so keinen Sinn. So, natürlich muss es symmetrisch sein. Das kennt mehr von mir. Tipp. Shit. Wie groß machen wir es denn? Eigentlich würde ich gern... Vielleicht bleiben wir bei der Größe. Mal schauen. Sprich hier. Und Quadrat, nach dem Prinzip quadratisch praktisch gut. Brauche hier 6, 7 innen drin. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zip. Das gleiche Spaß hier. So. Ich kann die Säulen eigentlich gleich ziehen, wenn ich das Holz dazu hätte. Moment, da müssen wir mal an den Baum ran. Sehr geehrter Herr Baum, ich möchte an Ihr Blatt, an ihr Holz. Ich mache das jetzt bloß so, nicht wundern, damit ich das von oben nach unten abbauen kann. Dauert jetzt zwar ein bisschen. Aber da muss ich mich nicht nach oben bauen, sondern kann mich nach unten bauen. Also indem noch abbauen. So. Müsste, denke ich, zeiteffizienter sein. Glaube ich. Schätzungsweise. Ich könnte eigentlich gleich, wenn ich sowieso schon hier oben bin, wie groß ist denn der Baum? Alter, wie groß ist der Baum? Den eigentlich gleich mit abholzen, wenn ich schon hier bin. Dann soll es allgemein schneller gehen. So. Ui, ist der ein bisschen verzweigter.
Baue ihn nicht den Block unter dir ab. So, den Stümmel, den müsste ich von unten eigentlich komplett kriegen können. Ich glaube, es sind bloß 3 Blöcke. Glaube ich. Aber. Oder 4. Es könnte noch 4 sein. Ja, es sind 3. Plopp. Gibt das nachher? So. Ne, das ist ja normales Oakwood. Ach, das war das von dem anderen Baum. Ah, okay. I see, I see. So. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Leben. Dafür kämpfe ich dran vorbei.